Ja, fast dran, würde ich mal sagen. Werwolf, boah, leck mich. Wasser. So gesetzt. Lächelt Tritte und K.O. Oder Knurrhönisch. In den Feuer- und Donnerschläge. Okay. Dann hauen wir ihm ein Gesicht. Und pumpen meine Gruppenheilung 3 raus. Und den Feuerball. Ah, schön, dass ich das kann. 204, das nehme ich doch mit. Ich könnte natürlich auch... Ach nein, das ist jetzt wieder einschlafen. Ich könnte ihn auch vergiften, ja, aber... Kritische Treffer, 44 Schaden. Ich finde es immer so lustig, wenn man irgendwelche Mega-Waffen hat, wie Granatwerfer oder so, die dann irgendwie null Wirkung zeigen. Und jetzt, wie kann ich Klo hier? Sieh das so aufflüstern! Oh, 64, ja doch so viel. Ach, ja. Also immer alles draufdrücken, was wir noch da haben. Ich denke, Gruppenheilung 2 reicht da erstmal aus. Ja, sollte ausreichen. Um die Verluste zu kompensieren. Ha, so ungefähr. Ein Quetschsprung geht auch, ne? Was beginnt er? Oh, Tollwut. Ach so, na dann. Ich muss aber erstmal die Gruppe heilen. Sonst verrecken hier noch irgendwelche Leute. Oder auch Damen. Kurbart. Perfekt. Das Ding riecht. Könnt ihr mal ein Fenster öffnen? So. Mhm. Ja, komm. Er hat immer noch Tollwut. Hebt jeden schlechten Zustand auf. Was ist das für ein Cheater hier schon wieder? Naja, er ist eh gleich tot. Problem gelöst. Ich habe eine Birne erhalten und Quetschpunkt 2 und Ohnmacht beenden 3. Stark, sehr stark. Viel zu stark für den Amigo. Meister, vergebt mir. Der Amigo hat versagt. Abgang! Es wurde den Kerl lassen! Das ist das Banditentum. Hoffentlich ist alle Stangen verwiesen worden. Alles klar. Sobald wir mit euch fertig sind, bauen wir die Bande von Grund neu auf. Offen gesagt wünscht mir jemand, der uns das dauernde Kämpfen abnehmen könnte. Asbau der Leidenschaft, Dicker. Endlich mal bei dieser Hitze einen halben Tag durch die Wüste und suchen mir Scarf. Da bin ich doch. Wir waren zusammen unterwegs, gelle? Hat auch nur in der Sonne geheilt. Muttersohn. Ey, bleib unsere Mutter nicht. Wieso? Sie war aber so eine. Schade, da kommt komisch. Ist nicht mit anzuhören. Das Oberstübchen mal ordentlich durchklingeln. Sheriff, da kommt so komische Geräusche aus dem Haus neben der Pferdekoppel. Ich glaube, da tobt ein Kampf. Ist gehört? Es gibt was zu verauen. Nanu, seit wann kann ich denn flüssig sprechen? Hurra, ich bin geheilt. Ach Mist. Mist. Ach. Ach, das noch. Auch. Ach, Treppensteigen. Ist das nicht auch das noch? Egal. Leute, Klamm auf, die Tür mümmelt etwas. Was Haus? Dann räumen wir doch gleich mal auf. Nein, nicht die beiden. Schön. Es bricht einfach das Herz, wie der so alleine rumliegt. Er will sich durch die Tür rausschleichen. Wir? Ich? Ich dachte nur, wie gesund doch die Luft ist. Dann auch. Ach, herrlich. Jetzt kommt der berühmte Doppelhammer, kommt der. Ach, vielleicht mal eine Fairy-Film. Ich glaube, oh, ich hoffe, meine Augen haben Wut zu verschlucken. Ach, schön. Oho, ich bin da. Der haben sich wirklich als tüchtiger Streiter erwiesen. Und der schurkische Mexikaner von endgültig Ausschallwehr steht nichts mehr weg, es in unsere Sache anzuschließen. Das Quatsch abgerundet und geschwollen. Soll ihm ziehen, jetzt, da die Banditen erlegt sind. Zwar doch die Abmachung. Ach ja, die Abmachung.
Aber die hat auch noch einen zweiten Teil. Zaster! Sollen wir auf den Kies rüber geschieben können, sind wir dabei. Solange wir erstmal den Dreck von der Straße räumen. Geld, was ist das? Was ist da los? Ohne Heu? Das beste 40 Furzen. Ja, ja, Digga, das sagst du bereits. Dann wäre alles klar. Nach mir wird es sehr. Das haben sie in der Tat sehr schwierig gesehen. Hat sie sogar selbst gesehen, wie wertvoll sie Sachen sein können. Wir haben ihnen die erwünschten pekuniären Mittel. Ja. Dieser böse Clanplan des diabolischen Mexgar-Fexenmeister Igor ist noch einmal in alle historischen Details ausgearbeitet. Also ja. Ja, da wären letztlich wohl vertrieben worden. Hätte Platz für eine Clanstadt bestanden. Jetzt hier mit dem geraubten Gold aus der Regimentskasse. Die Kalorien wären doppelt ausgenutzt worden. Im Übel hätten die Bösewicht nur ein paar Fäden ziehen und die Dinge laufen lassen müssen. Bin aber dran! Hab's immer noch nicht verstanden! Ja, du hast immer gekämpft, Schatz. Wegen dem Zell! Weihnachtszorn! Dass ihr Verständnis entzieht! Oh. In euch alles von den Clan-Plänen aus der Stank der Aussage, die Vorkommnisse auch beweisen zu können. Nein. Das Ball den Haaren auf dem Boot auch bitter nötig. Fluchtweg zu gleichen Teilen von Hartnäckigkeit und Panik gebahnt. Seht mal, Medizinfach. Medizinbalsamöl, Badekur, ja. Was ich so oft benutze. Ein paar oft und eifrig benagte Knochen. Ein Napf Hundefutter. Gibt's vielleicht dieses Rau irgendwas gewisse extra? Bei Gesichter habe ich gierig, böse, buckelig. Nenn beim Anfang jeweils mich, doch erzähle ich dabei nicht. Oh Gott, das war dieses mega schwer. Die scharfrote Kutte eines großen Hexenmeisters des Ku Klux Klans. So viel genehmigtes Scarf-Kostüm. Ah! Sehe! Das Igor ein weißes Kostüm hatte! Sieht so aus, Schatz. Ehrlich. Oh, das war jetzt wieder dieses komplizierte Rätsel. Gierig, böse, bucklig. Wie war das wieder? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 19. 2, 4, 6, 19, 7. Keine Ahnung, ob ich das jetzt wieder richtig auf die Reihe kriege. 19, 7, 4. Falsche Tür. Richtige Tür. Oh, bei dem Rätsel habe ich auch ewig gebraucht, bis ich das kapiert habe. Ich glaube, ist das falsch, ja. Gott, wie war das wieder? Das habe ich beim ersten Mal ewig, beziehungsweise ich habe überhaupt nicht geblickt, bis ich in die komplette Sinn geguckt habe. Habe ich schon die Papierkörper gesucht? Glaub schon, ne? Soll ein Eimer sein. Nenn beim Anfang jeweils mich, doch erzähle ich dabei nicht. Ah, wie war das wieder? Gierig, böse, bucklig. Nenn beim Anfang jeweils mich, doch erzähle ich dabei nicht. Sind 7-4? Keine Ahnung. Ist kompliziert. Ach, ich gehe schon wieder in die falsche Tür, was die einzige ist, die offen ist. Das verwirrt mich. Ja, das war schon mal falsch, ja. Naja, Nein. Ja, man muss die Anfangsbuchstaben zählen, Und nicht den ganzen Namen. Das ist schon die Regimentskasse. Ich halte 100 Erfahrungspunkte. Ist ja auch so kompliziert. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach, ein bisschen hin und her laufen. Dahin. Ja, ja. Du bist auch. Alle weiß! In den Händen! Sind ja unschuldig sind! Kaste! Was? Was sehen? Und Magwitz. Das wäre schon ein tolles Stück. Uraufführung heute in Kreale. Great Old Magwitz. Das ist ein prächtiger Fund. Plan steckt alles in der Sache. Well, wenn ich diese so liegen, bitte mich hier nichts mehr. Ich bin dein Mann.
Sag, es kann losgehen. Geht's los. Ich halte mich hier bereit. Ein von sieben Helden gewonnen. Übrigens, auch die Schule der Gewichtsklasse wieder organisiert. Und Magwitz ist ein großartiger Bursche. Spart mir eine Menge Ärger. Gewehr. Du bezahlst 150 Erfahrungspunkte. Ja, bla 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 und weiter geht's. Wir haben noch mehr zu tun. Oh, steck dir gleich deine Trompete woanders hin. Indianer. Ja, tschüss, 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 tschüss. Hier ist meine Gräberei! Abblasen! Gräberei, Big Gräber, ach. Kavallerie, ist nicht schuld an Indianer tot! Bleichgesicht das auch beweisen können. Da ihr alle schwarze Feiz! Aber Play ist Ku Klux Klan dabei! Bei Manitou. Ist schlimm, wir wissen es. Müsste schlimm sein. Dass man Manitou nicht lesen kann. Sag hallo, heißt das, wir kennen das Schriftstück gar nicht als Beweis an? Weil ich es nicht unmöglich so frech sein können, Manitou etwas unter den Adelnasen zu halten, das gar nicht mit gesprochenen Worten übereinstimmen. Daher will Manitou ich glauben. Heißt das, die ziehen mindestens gegen den martialischen Feind? Wobei nicht alle Bleichgesicht so schlecht sein, wie Manitou gedacht hatte. Sei gut sein, auch andere Sachen gut sein. Guck, wir werden Friedenspfeil verrauchen. Oh Gott, das erinnert mich jetzt an Six und Obelix in Amerika. Nun du, nördische Kräfte inhalieren, deine weißen guten Willen. Ich will. Sehr delikat, vielen Dank. Wenn die ganze Zeit unseres Bundes sein, wir mit euch ziehen. Guck. Du wirst stolz dran gefallen, weil du während der Büffeljagd die alle verschont hast. Du bist ein herzensguter Mensch. Ha. Wenn du mir Bescheid sagen müssen, wann es losgehen. Die Two warten hier auf befreundete Bleichgesichter. Ja. Damit hätten wir dann. Damit geistige Aufgabe unterstützen. Wie die Two an eurer Seite alles gut werden. Wir schon einmal Baldings Sieg feiern. Hauptsache ihr könnt saufen, ne? Wie unser Häuptling gewonnen haben. Nun ihr jeden Gegner zu schmettern werdet. So, wo war denn jetzt dieser andere? Was war das für einer? Ein Pferd ist vielleicht sein Büffelherde zu erlegen. Blablabla. Ah ja, das war die Pfeife da. Schau, da hast du keine verräterische Bleichgesichter. So. Ah ja, bla bla. Und tschüss. So, ich brauche noch Sprengstuff. Wie viele Fälle habe ich da jetzt überhaupt? Nicht genug, würde ich mal sagen. 15. Ich brauche 50. Wenn ich nur wieder welche fit würde. Schwierig, schwierig, schwierig. Sind schon alle ausgestorben. Ne? Wie ungünstig. Naja. Ah, schon wieder so 10. Ist alles so teuer hier. Da konnte man früher noch viel mehr mitmachen. Konnte ins Kino gehen. Ein Hotdog essen. Sich ein Zimmer mieten, mit der U-Bahn nach Hause fahren und bekam noch Geld zurück. Oder so ähnlich. Ja, richtig, da war jetzt diese lustige Sache. Wo waren denn diese Kackholzfälle? Meine Güte, das war mein Ding. deutsche Sache das! Da möchte ich auch nichts anderes hören. Wo musste ich denn hier zu den Holzfällern? Eine leidlich abgenutzte ein paar Holzklötze. 1, 2, 3, Zelle 5! Ja, danke sehr. 5 Holzklötze. Können bis 5 zählen. Puh, ein Glück. Egal, auch weil ich zu den Dänen. Denn? Was will er mir denn hier? Im Wald mit Skandinavien, Karl! vielleicht sollte ich auch einen Hut tragen, Mister. Soll ich einmal mal ziemlich aus Hirn brennen? Wie meinst du denn mit denen, guter Mann? Der hat doch nicht entdeckt. Ja, weil hat sich eine Bande über Gesellen breit gemacht. Raue, schießwürdige Burschen, Mister. Den soll man tun, nichts aus dem Weg gehen. Tja, genau das tun wir hier. Wir haben uns in diesem Eck hier verkrümmelt und kaum zu atmen. Unsere Arbeit kommen wir natürlich auch nicht voran. Denn wir trauen uns nicht, mit Lärm und Radau auf das Holz einzuschlagen. Alle Wetter, da werden wir vorher auch auf Hut sein. Das Arbeit schon mächtig verzugeraten, aber ich bricht nicht noch irgendwo ein Holzknapper aus. Geh kein Schritt, seine Wald fast solchen wimmelt. Ach, Weicheier. Was ist das? Das ist eine gelbe Blume, ich dachte, das wäre ein Taler oder sowas.
ich nehme trotzdem mal mit, ne? Dich verarschen? Oh! So viele sind das gar nicht. Also will er noch hier rumsitzen? Das endet den Alten beseitigen und seine verdammte Höhle ausräumen. Halt zurück! Das dauert ja nicht mehr lange, Kumpel. Das sind wir gemachte Männer. Was ab? Dann warte ich auch nicht mehr. Ich könnte keine Bohnen mit Speck mehr sehen. Und der Whisky reicht auch noch nicht mehr ewig. Was? Meine Güte, was ist das für ein Haufen mehr finsterer Gesellen? Niemand, dem zu nahe kommen sollte, die Nächste. So eine Menge legen wir uns lieber nicht an. Wapp! Mit Nice, das Motto! Ach, um dann von allen vier Seiten angegriffen zu werden? Was ist das für ein Plan? Alkoholie-Taktik! Hat sie sich bewährt? Bemühen wir derige Fragen an die gute alte Tradition? Süße Kampfmut, lieber Leutnant. Suchen Sie schon noch ein paar Spitzbuben, die nach herzlos falten können. Schwung! Natürlich, mein Bester. Ja. Ich höre schon wieder so merkwürdige Geräusche. Aber die höre ich ja ständig. Hallo Eichhorn. Ach, richte dich nicht auf hier. Ach ja. Da. Ich bin traurig, wenn sie blödlich schon mal hingeschieden zu sein. Vorsicht, Gnädigste. Karawa und Ruder vermögen ihnen die Vollwut zu übertragen. Apropos Tollwut habe ich nicht mehr gut. Hätte es sein können, dass ich sie noch habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo lagen diese ganzen Sachen rum. Da hinten liegt noch eine rum. Frischer Blutfleck. Scheint die Stelle zu sein, die Sidianerin als Heimatstadt des Bären bezeichnet hat. Oh, dann nehmen wir hinein. Das ist eine gute Idee. Geh jetzt ein hier. Irgendwas ganz entsetzlich Muffiges hängt da im Eingang. Was denn alles Fell? Oh, mein Fell mit Inhalt. Toben der Grizzly. Müsste Toben denn nicht groß gestiegen sein, was am Anfang steht? Ja. Und gütiger. Die beste Verströmung gerade zu infernalischen Stand. Ich schätze die gar nicht so schlimm ein. Angriff und Feuerball? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Doch, scheint sogar funktionieren. Toben der Grizzly. Element Kälte, dritte Feuerwaffen. Baton versacken im dichten Pelz. Element Feuer und Donner, Schläge und Überraschung. Ach ja, Schläge sind natürlich überrascht, funktionieren natürlich, weil ja. Sind ja auch total viel weniger stark als. Kugeln. Hey, das Blöde! Und die ständig mit der Hand Nase bedecken muss! Ja. Gibt natürlich Sinn. Mit Schlägen kommt man super durchs Fell durch. Was mit Kugeln ja nicht geht, wie gesagt. Ach ja. Langsam Ranke zu einem fürchterlichen Schlag zu heben. Ich glaube, das war weniger gut, wenn er das macht. Ach was. So, oh, da haben wir auch schon Stufe 2. Cool. Ist schön, dass mir das mal wieder niemand sagt. Er hat seinen Schmetterarm hoch über den Kopf erhoben. Furz des Grauens, ja. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Gut, er haut zu. War heiß nicht irgendwie. Ach nee, der hat's ja eben überwunden. Beginnt sein wuchtigen Brange bedrohlich über den Kopf kreisen zu lassen. Ja. Auch nicht schon wieder. Das ist doch langweilig. Ja, ja, komm. Dazu habe ich ihn eben geheilt. Ich weiß es gerade gar nicht. Nein, nein, nein. Gruppenheilung 3 will ich doch. Dieses Mal hat ihr maximal Schwung erreicht und wird gleich hier niedersaufen. Och nein, oder leck mich. Jetzt kriegt sie keine Erfahrungspunkte mehr, was soll's. Schulterdame gelernt, Schulterdame 2 gelernt. Hallo? Bessel, was ist von uns ab? Also so, ist ein böser Wahn von dir gefallen.
Hatte ja wohl recht mit dem furchtbaren bösen Bärengeist. Brrr, will wieder einmal den Arme umfallen, böse Bärengeist. Pah, sie hat seine Lektion gelernt, möchte auch nicht hinein vorrakeln. Dann scheint es nichts mehr davon abzahlen zu können, dir ja Bescheid zu geben. Ach ja, ich bin noch irgendwie vergiftet oder so. Mir egal. Bär hat seine Lektion gelernt, von Fort zum Unrecht möchte ich nicht drängen. Da hängt übrigens ein Zahn. Ah, ja, heil. Söhnlich! So gut, du legst dich weg! Schatz, bitte sei nicht. Du meinst, jemand hätte den Berg festgebunden. Sag dann eben nichts! Ja, dazu sage ich jetzt auch mal nichts. Einfach gar nichts. Wir laufen den Weg wieder zurück, weil es so schön war. Und wir sind so unglaublich schnell, es blinkt so scheiße rot. Rotalarm! Wird angegriffen! Captain Sommer auf die Brücke! Muss ich denn hin? Ach, da bin ich. Muss ich denn hin, ja. Nee, da ist noch teurer als hier und hier ist schon pervers teuer. Wir müssen noch Geld sparen. So ein Krieg kostet nun mal. Jetzt haben wir ein wenig Spaß am Arbeiten. Ich meine, klar schreibe ich das zehnfach auf meine Spesenrechnung, aber darum geht es ja jetzt hier gerade gar nicht. Das wird übrigens eine sehr lange Rechnung. Leck mich.